So, liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück bei Elden Ring. In der letzten Folge haben wir ja Godrick erledigt, zusammen mit Lutel, der Kopflosen. Sonst hätte er uns nämlich auch einen Kopf kürzer gemacht. Gibt es vielleicht noch What was is Neues it? zu Still erzählen? milling about? The map indicates where the gateway is hidden. Achso, sein It will Gateway. lead you to Garank, the beast clergyman. Be sure to tell me if you meet a young woman named Lanya. She's a servant to my Keiner. house. She's been my companion since childhood. I've lost count of the number of times I've had to find her like this. Honestly, she's such a little tomboy. Be sure to tell me if Also you meet a keiner young möchte mit woman ihr named darüber Lanya. reden, dass ich gerade Godrick erledigt habe. Okay. Finalisierung. Das war bestimmt der andere Gang, oder? Greetings. Are you here for spirit tuning? Ach, jetzt fehlen mir Seelen. Die könnten wir noch stärken. Davon haben wir sogar zwei. Hat die was Neues zu erzählen? I am pleased to see you again. Would you like me to hold you once more? The blessing is still aflame in your breast, dear. Would you like to be held? Regardless? Then good day to you, my dear. Nee, nee, nee. Now, look at you. Those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Find him well. Now lay out your arms. Den Astrologenstab könnten wir noch mal verstärken. Die Zauberskalierung ist so ein Witz. Obwohl, die Attributskalierung wird schon besser. Oh, das sollten wir noch machen. Das sollte ich auf jeden Fall mal machen. Ach so, aber uns fehlt natürlich ein Schmiedestein. Ach Gott, ist das bescheuert. Die Türen da hinten sind auch noch nicht auf. Das ist so künstliche Hemmnisse aufgebaut. Ey. Na, hast du jetzt was zu erzählen, Junge? Oh, hello. I've not seen you here before. I am Nefeli Lu, warrior, here by decree of my father. The pleasure's mine, as a fellow tarnished, guided by grace to the round table hold. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. Okay. Ich erinnere mich, dass wir das sollten. It's about time I headed off. Was, du I'll bist see doch you gerade again, gekommen. Warrior, should the fates deign it. So, sind das Fingerleserinnen? Das wollte ich rausfinden. Zwillingsjungferhöhlen. Ich kann mir immer diese ganzen Begriffe nicht merken. Na? Ich kann da aber nicht rein. Ich denke, ich soll den treffen. Ich verstehe es nicht. Okay, hier waren wir also falsch, obwohl wir eigentlich richtig sind. Muss ich mit irgendjemand anderem noch sprechen, damit er mich da reinlässt oder so? Oh. Jetzt mache ich dem Herrn noch seine alten Stühle kaputt. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Er hat doch gerade gesagt, dass ich. Sie hat doch gerade gesagt, dass ich da rein kann. So, willst du mit mir gar nicht reden oder was? It's about time I headed off. I'll see you again, Warrior.
should the fates deign it. Das ist sehr verwirrend alles hier, finde ich. Ein Schmiedestein Stufe 3 können wir noch gebrauchen. Hat sie aber leider nicht im Angebot. Das ist frustrierend. Nein. Hier wollte ich gucken. Wo war sie denn hier? Alte Fingerleserin. Ist natürlich aber auch keine Gnade in der Nähe. Mhm. Gut, aber hier gibt es ja auch noch was zu tun. Ich meine, eigentlich müssten wir ja von hinten jetzt noch das ganze Feld aufrollen mit den Clowns da in der Burg. Obwohl, ihr habt mir beigebracht, man muss ja auch nicht alles machen. Alles bekämpfen. Okay, dann reisen wir jetzt über die... Ach, guck mal, ihn haben wir ja auch noch gar nicht. Das Rätsel haben wir ja auch noch gar nicht gelöst auf der Halbinsel der Tränen. Oh nein, ich wollte doch unser Pferdchen holen. Wo ist das denn jetzt? Schön verplempert unseren Traum. Aber der Trank kommt doch auch wieder, wenn man an der Gnade rastet, oder? Oder muss man den auch bauen? Hat uns was hinterher geflogen? Nee. Sie das auch nicht, oder was? Die heißt doch aber Fingerleserin. Head to the foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria. Glintstone Eventide. And reunite the half crescents at the grand lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Okay, also sie ist nicht die Richtige. Das hat sich ja gelohnt dann hier. Aber andererseits müssen wir halt auch irgendwie noch hier oben auf diese Brücke rauf, ne? Weil es fehlt uns ja auch noch einer der halben Monde, die wir brauchen für diese, für diesen Fahrstuhl quasi. Aber das mit der Fingerleserin, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nicht. Haben wir das Sturmhügel der Finger eigentlich schon gemacht? Da habe ich doch immer einen Bogen drum gemacht, ne? Okay, dann lasst uns in dieser Folge einfach nochmal gucken, dass wir da weiter gucken. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich so eine Fingerleserin herkriegen soll. Sie ist nicht in der Burg offensichtlich. So, und hier haben wir uns das ja noch gar nicht richtig angeguckt. Der abgetrennte Drachenkopf. Das hat mich auch an irgendwas erinnert. An diese
Dark Souls 3 Monster, mit, wo so die Bösartigkeit herausbrach aus ihm. Ist das ein Bösewicht oder kann man mit dem reden? What a pathetic excuse for a lord you were. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Okay. Ist das der vom Eingang? Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Oh. Hier kann man Sachen kaufen? Banditenkleidung. Er hat also Banditenkleidung. Das macht ihn nicht gerade vertrauenswürdig. Sturmfalkenfedern. Für Pfeile. Das muss doch aber irgendeinen Grund haben, warum er jetzt hier ist. Also Pfeile und eine Faustkampfwaffe kann doch nicht ernsthaft der Grund jetzt sein. Naja, vielleicht treffen wir uns ja noch wieder. Ach, er ist ja jetzt noch ein bisschen beschäftigt hier. Ich hatte Angst, ich hatte tatsächlich Angst, dass es, dass er aufsteigt. Dass das wie beim... Wer ist er noch? Hab ich schon vergessen. Beim Sturmkönig. Dass er auf einmal dann auf den untoten Drachen aufsteigt. Aber gut. Es ging ja glimpflich aus. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Okay. Ich misstraue diesem Rutschigen nicht, dass es gleich hier abbricht oder sowas. Aber hier ist nichts weiter zu sehen. Aber wenn die einen, auch diese großen Gegner, erstmal erwischt haben, ich weiß nicht, wie man das... Kann man irgendwelche Werte trainieren dafür, dass man nicht so lange nichts tun kann? Also dass man, ich weiß nicht, wie man das nennt. Man ist ja nicht gestaggert oder so, sondern man kurz getaumelt oder was? Dann muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ach so, ein Loch. Ja, vielen Dank. Das habe ich beim ersten Mal ja auch gemerkt. Ich weiß nicht, ihr müsstet auch mal sagen sonst, ob es in Ordnung für euch ist, dass ich mir immer solche Hilfen jetzt hole, wie Luther. Sonst muss ich tatsächlich mal für die reine Lehre... Oh. ...mich wieder daran gewöhnen, das allein zu machen. Aber dann kriegt ihr natürlich auch viel mehr Heulen und Zähneklappern zu hören. Gut, aber hier ist sonst überhaupt gar nichts. Und der Händler ist auch eher enttäuschend, finde ich. Aber vielleicht habe ich irgendwas nicht geschnallt.
wäre ja nicht das erste Mal. Diese Burg hatte schon bessere Tage. Was denn bitte etwas Unglaubliches? Wahrscheinlich mein plötzlicher Tod wieder oder so. Jetzt habe ich sogar schon vor den Krügen Angst. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das eine Sackgasse ist hier. Ist es auch nicht, okay. Ich war schon wieder runtergefallen. Oh, ein Geist. Ach, jetzt sind wir wahrscheinlich auf der Seite. Ja, wo ich schon mal an die Seeklippen hochgeklettert bin. Ja, von außen rum, wo ich hier rumgeschlichen bin. Okay, aber dann müssen wir tatsächlich ja nochmal in den nächsten Folgen uns hier runterkämpfen. Und dann hier rüber. Diese Brücke können wir ja anders nicht erreichen. Also auch wenn sie hier eingestürzt ist, aber irgendwie kommt man da bestimmt lang. Aber vielleicht ist es auch Late-Game-Content oder späterer Content, ich weiß es nicht. Aber in meinem Spieltempo komme ich ja nie irgendwo an, wenn ich nicht... Was ist das denn? Eine Schabriri-Traube? Weil, wenn ich hier immer so weitermache und wir ja eigentlich quasi erst das Tutorial-Ende mit Market gesehen haben, dann kann das hier ja hunderte, tausende Folgen geben. Spiele ich ja bis zur Rente. Na gut, ich habe eh nichts anderes mehr vor. Aber sagt Vergiftung? Ach, das ist mit Objektentdeckung gemeint. Das erhöht die Runenausbeute und hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man Objekte entdeckt. Ich hab überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, ich habe mich auch verlesen. Ich habe gedacht, Objektdeckung, dass man hinter Objekten besser verdeckt ist. Es gibt auch nichts in diesem Spiel, was ich nicht falsch verstehen könnte. Ich sollte das hier doch eigentlich auch durchlesen, oder nicht? Aber was ist denn daran der Tipp jetzt? Komisch. Ach, Quatsch. Hier, guck mal. Das meintet ihr mit Ruinen eines Wegpunktes. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunktes an den Straßen durch Limgrave.
Das ist ja nichts Neues. Meintet ihr das? Das Spiel macht mich irre. Gut. Jetzt habe ich ja wieder nicht geguckt nach der... Ich bin auch ein Depp, echt. Nach der komischen Rumpelfrucht. Der vergilbende und triefende Augapfel eines Kranken. Oh. Erst dachte ich eben, das wäre so eine Art Litschi oder so, aber jetzt sehe ich es auch. Die Oberfläche ist bereits verschrumpelt und das Innere leicht matschig, wie eine große, überreife Traube. Eine Leckerei in Limgrave. Hm. Gib dies der blinden Jungfer, um sie zu fernem Licht zu führen. Der blinden Jungfer. Das ist doch bestimmt was Gemeines, oder nicht? Jungfer, teurer Jungfer, bitte nehmt meine Traube. Wow, das ist ja mal ein Anblick, wenn man hier rauskommt. Das können sie aber schon echt gut, ey. Fußball. Jetzt ist sie da. War das die, die ihr meintet, die ich übersprungen habe? Ist das hier nicht die Ecke? Doch. Das ist wieder ein Siegelgefängnis. Wow, es ist schon echt. Macht einen sprachlos. So. Bist du jetzt die Jungfrau oder was? Oder bist du die Blinde oder? Hello. Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Okay, ich hatte mehr erwartet. Okay, ich dachte, die Lichtpilgerin könnte irgendwas. Kann sie aber scheinbar nicht. Mhm. Okay, es ist immer noch verwirrend. Wenn ich jetzt sterbe, dann würde ich aber drinnen landen, oder? Wieso? Erscheint, wir fällen Godric, ja, aber wieso erscheint Melina nicht wieder? Das ist ja komisch. Ach guck, jetzt ist sie auch weg. Alle verlassen mich. Schrecklich.
dann spiele ich eben mit ihren Köpfen Fußball. Wow. Also diese Vertikalität und dieser Weitblick, obwohl das halt viel, also viel versteckt wird durch Nebel und so. Das ist schon sehr cool. Oh, da ist ja wieder so eine Kirche. Ist das eine Marlinerkirche oder ist das eine Falle? Ja, ich meine, vielleicht ist ja beides. Sowohl eine solche Kirche als auch eine Falle. Na, da schleicht aber noch jemand. Die Kirche von Ilse. Eine heilige Träne. Ich vergesse es immer, würde verzeihen, aber es ist so viel Gedöns hier in dem Spiel. Ich weiß immer nicht. Erhöht die Wirksamkeit der Heiligflaschen. Genau. Uns fehlt ja auch immer noch eine weitere. Wie hießen die jetzt noch? Goldene Saat. You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not. I studied Glintstone Sorceries at the Academy of Rhea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you, bless you. You're a true saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only, none of them are particularly great. Die haben wir ja auch schon. Und Lampe an kann man machen. Das ist ein bisschen cooler als unsere Gürtellampe. Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Also mal, kannst du nicht unser Buch? I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north. Towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. Dann besorgen When wir einen. When I cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the academy. And you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. Also, wir können ihm dann den Schimmersteinschlüssel geben, damit er weiter studieren kann. Ich dachte, wir könnten ihm jetzt aber unser Buch geben. Das hatten wir doch vorhin gelesen. Naja, außerdem, was er nicht weiß, wir sind ja schon über unsere Gnade, waren wir ja schon in der Hauptstadt. Da oben. Auf der Götterbrücke. Ich weiß noch nicht, ob man da substanziell überall hinkommt, aber das kann er ja nicht wissen, gell? Zauberer Topes. Ja, aber ansonsten hat er nicht wirklich viel zu helfen. Why, of course.
Oder ich habe irgendwas nicht begriffen, wie man das mit den Büchern macht. Das stand doch bei einem der Bücher. Die waren doch, waren die hier? Nee. Hier auch nicht. Überfrachtet. Echt. Ich meine, warum sind die Zauberbücher zum Beispiel nicht bei den Zaubern? Ich verstehe es nicht. Wo ist denn das jetzt? Doch zwei Bücher. Bin ich denn doof? Hier. Gibt es einem studierten Zauberer. Schimmerphalanx und karianischer Schlitzer. Aber wahrscheinlich ist er nur Anfänger. Deswegen können wir wahrscheinlich, müssen wir das halt tatsächlich in Caria Lucia oder wie ist das? Lucaria Dingsbums? Keine Ahnung. Gut, dann müssen wir es halt eben da machen. Ich finde aber auch schön, wie es halt hier quasi alles nahtlos ineinander übergeht. Das ist wirklich gut gemacht. Achso, wir können ja auch wieder... Aber ich muss auf jeden Fall noch rausfinden, was es mit der Brücke auf sich hat. Startgebiet drüben. Ja, ja, hier voraus, genau. Ich muss auf jeden Fall noch rausfinden, was es damit auf sich hat, was da an der Brücke ist. Ja, ja, und an den Strand muss ich auch noch. Und in, beim See von Argel habt ihr mir auch gesagt, muss ich auch noch was erledigen. Und dann ist da ja auch noch die Mine, die ich noch nicht besucht habe. Also es ist ordentlich was zu tun hier. Das kann man nicht anders sagen. Hier gibt es gleich wieder Untotensalat. Ja. Alter, da hängen noch ein paar mehr davon unter den Bäumen. Das ist ja. Alter! Okay. Da ist ja richtig was los. Da zwar aufgehängt, aber da bleiben sie bestimmt nicht, wenn ich da gleich hinfahre, im Lauf. Na? Na? Wusste ich doch. Alter, ich kann gar nicht... Das wird nichts.
Sag mal, Alter! Ich dreh durch. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Alter Schwede. Wärmender Stein. Ist das Blut oder eine? Ja, das ist Blut. Mein Blut wahrscheinlich. Alter Schwede. Das da hinten ist die schwebende Zauberergilde, ne? Junge, Junge. Hm, wo ist denn das? Ist das gar kein Verbrauchsgegenstand oder was? Nee. Verbraucht Fokuspunkte, heilt kontinuierlich Verbündete. Schon mal eine ziemlich deutliche Warnung hier, ne? Gut, aber in der nächsten Folge müssen wir wirklich mal zusehen, dass wir das Geheimnis um die Brücke da lüften. Und hier gibt es wahrscheinlich genauso dann die genauso Ärger, ne? Der Tatsache. Keine weiteren Zauberer. Sprachen trafen Zauberer. Oh, sag mal, wieso? Das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich den nicht? So ein Stümper wirklich. Wenigstens kein Zauberer. Wir stehen auch einfach eiskalt wieder auf, ne? Also ich meine jetzt. Die kennen ja gar nichts. Alter, ich meine, das ist doch nicht zu glauben, ey. Ich krepiere noch dran an dem. Oh Mann. Mich ein bisschen irre hier. Gott, was eine peinliche Vorstellung. Okay. Kommt aber jetzt nicht noch einer, ne, oder? Eine Akademie-Schriftrolle. Oh, das könnte sich ja tatsächlich doch noch gelohnt haben. Was? Okay, achso, ich sehe auch, wir sind schon bei 40 Minuten. Ich sollte das heute auch noch alles hochladen können. Deswegen schauen wir mal, was eine Akademie-Schriftrolle macht.
war das jetzt? Sind wir hier? Hier. Akademie-Schriftrolle. Gibt dies einem studierten Zauberer, um neu zu reinzulernen. Großer Schimmersteinsplitter. Heißt das, wir... Man findet die Zauber auch in der Art, aber in besseren Stufen? Nö, scheinbar nicht. Aber das können wir dann ja rausfinden. Achso. Oh, Flaschen. Stimmt ja. Wo kriegen wir bloß diese andere goldene Saat her? Ich suche schon so lange danach. Gut. Das war doch mal gar nicht schlecht. Dann bleibt schön neugierig und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Ciao.